Hey ihr schönen Menschen und willkommen zurück zu Klischee Bingo. Heute mal mit einem Satz, den ich wirklich überhaupt nicht mehr hören kann. Ach komm, stell dich nicht so an, du bist einfach nur viel zu sensibel. Natürlich könnte damit ein wenig scherzhaft darauf angespielt werden, dass ihr auf Filme sehr sensibel reagiert, dass euch die Probleme von Freundinnen sehr mitnehmen, dass süße Mopsbabys euch fast Diabetes verpassen oder dass ein Sonnenuntergang für euch einfach spannender ist als das RTL-Nachmittagsprogramm, und das würde ich den meisten Menschen wahrscheinlich so auch durchgehen lassen. Dann könnte ich einfach sagen, ja okay, ich habe bei Pokémon der Film geweint und bei Problemen von Freundinnen zeige ich sehr viel Anteilnahme, das weiß ich und ich bin sehr glücklich damit und kann sehr gut damit leben. Aber seien wir mal ehrlich, meistens ist es überhaupt nicht so gemeint. Ich höre das nämlich eigentlich nur dann, wenn es darum geht, Gefühlen ihre Berechtigung abzusprechen und somit einer Diskussion darüber komplett aus dem Weg zu gehen. Scheinbar scheint es in gewissen Kreisen ein Zeichen von guter Freundschaft zu sein, wenn man einfach alles totschweigt und sich nicht für die Sorgen und Belange seiner Freundinnen interessiert. Bei mir landen die Leute dagegen meistens eher auf der würde ich mein Gras nicht mitteilen Liste. Worum es dabei geht, ist eigentlich fast egal. Vielleicht haben Partnerinnen dich betrogen, vielleicht haben Freundinnen dich ungewollt geoutet oder dein Zwerghamster überfahren. Vielleicht haben sie deine Lieblingsgitarre zerbrochen oder deine First Press von Lifted. Wobei im letzteren Fall nun mal wirklich nichts mehr zu retten wäre, also da ist jede Hilfe zu spät. Das sind aber alles Dinge, die dich zu Recht wütend machen würden. Vielleicht lassen sich in vielen Fällen sogar irgendwie Lösungen dafür finden, wenn man darüber redet, aber von deinem Gegenüber hörst du nur, ach, stell dich nicht so an, du bist einfach nur viel zu sensibel. Ist jetzt eine schwierige Situation, wenn du kein Buch mit dem Titel Berechtigte Gründe, sich mal richtig aufzuregen, ohne dabei überzureagieren mit dir rumträgst. Der selbstsichere Mensch lässt sich davon natürlich nicht einschüchtern, erkennt die emotionale Manipulation dahinter, tritt dir vielleicht noch in die gegebenenfalls imaginären Eier und ist für immer weg. Wenn du allerdings von Grund auf verunsichert bist, sowas vielleicht schon aus der Kindheit gewohnt bist, dir selber nicht zutraust, Situationen richtig einzuschätzen und auch sonst ein sehr emotionaler Mensch bist, denkst du dir vielleicht doch eher schnell mal, okay, vielleicht hat er damit tatsächlich recht. Und dann wirst du langsam panisch. Oh damn, woher soll ich wissen, was ein guter Grund ist, sich aufzuregen und wann ich einfach nur überreagiere? Okay, lass mich dir mal eine Sache sagen. Du bist hier nicht vor Gericht. Es geht nicht darum, ob du vielleicht ein wenig damit überreagiert hast, direkt deinen Freund mit einer Axt zu erschlagen, weil er dir eine Mountain Dew Flasche gegen den Kopf geworfen hat. Hier geht es einzig und alleine darum, wie er als Freunde funktioniert. Nehmen wir mal eine andere Situation. Ein Freund hat sich das letzte Bier aus dem Kühlschrank geschnappt, ist ohne dich aufs Bridays-Konzert gegangen, kommt 30 Minuten zu spät zu eurem Treffen, hat dir ein süßes Mops-Baby vorenthalten oder nimmt deine irrationalen Ängste nicht ernst. Und dich pisst das vielleicht einfach nur hart an und trotzdem hörst du nur, ach, stell dich nicht so an, du bist einfach nur viel zu sensibel. In so einem Fall hat er wahrscheinlich damit recht und du hast vielleicht wirklich etwas überreagiert. Aber was soll das bringen? So funktionieren Emotionen einfach nicht. Niemand wird dann sagen, ja okay, du hast schon irgendwie recht, lass uns einfach so weitermachen. Nein, du bist dann erst recht sauer, weil er vollkommen runterspielt, wie es dir dabei eigentlich geht, nicht das geringste Interesse daran hat, darüber zu reden und eine Situation zu schaffen, mit der beide sich wohlfühlen können. Und das ist eigentlich das Schädlichste, was du deiner Freundschaft antun kannst. Probleme an sich sind erstmal nichts Schlimmes. Freundschaft zeichnet sich dadurch aus, wie du damit umgehst. Und glaub mir, ich hatte schon einige Auseinandersetzungen mit Freunden, die hitziger waren als jede G20-Demo und wo wir uns am Ende trotzdem wieder mit Friedenspfeife lachend in den Armen lagen. Es gab da mal dieses wunderbare Zitat in einem Song von The Gillinger Escape Plan: One of us must die, but the killer won't survive. Es geht darum, dass zwei Freunde zu stolz sind, aufeinander zuzugehen und am Ende nur beide dadurch verlieren. Ja, vielleicht reagierst du in dem Moment etwas sensibel, das mag sein. Ein guter Freund sollte sich dann aber entweder prinzipiell keine sensibleren Freunde suchen oder zumindest versuchen, auf dich einzugehen, um eine bessere Situation daraus zu schaffen. Manchmal sind es vielleicht auch einfach nur falsche Erwartungen, leere Versprechen, fehlende Kommunikation oder kleine Fehler, die zu dieser Enttäuschung führen. Aber um das rauszufinden, müsste man ja darüber reden und ist das wirklich wert, wenn man auch einen Netflix-Account haben kann? Wenn nicht das geringste Interesse daran zeigt, wie du dich in der Freundschaft fühlst und dich ständig nur übergeht, ist vor allem eins: ein egoistisches Arschloch. Und so jemand hat deine Freundschaft dann definitiv nicht verdient. Es gibt genug Menschen, die Sensibilität zu schätzen wissen. Mein Name ist Elliot Tender. Früher wollte ich meine Sensibilität gerne loswerden, heute weiß ich sie sehr zu schätzen, denn ohne sie wäre jeder Sonnenuntergang nur ein weiterer, langweiliger Sonnenuntergang. Diese wunderbaren Perfectly Unhappy Shirts gibt es in meinem Merch-Store und bis zum nächsten Mal.